Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Freitag, der 20. März 2015. Mein Name ist Norbert Giso. Ja, nun ist es gleich soweit. Die vielbeschworene, von den Medien aufgegriffene partielle Sonnenfinsternis wird jetzt in den nächsten Stunden zu beobachten sein. Allerdings nicht hier bei uns im Norden in Kiel, denn es hat sich gerade total bewölkt. Also kein Blick auf die Sonnenfinsternis. Ganz im Gegensatz, ich erinnere mich gut daran, damals im August 1999, als wir alle in der Forstbaumschule waren und die totale Sonnenfinsternis sahen. Ein wirklich interessanter, aber auch unheimlicher Moment. Gut, vielleicht ist es in anderen Teilen Deutschlands anders. Mich interessiert natürlich mehr die inhaltliche Seite dessen. Darüber habe ich ja gestern schon eine ganze Menge gesagt im Tageshoroskop. Nicht, dass sozusagen das Sichtbare unsichtbar wird und das Unsichtbare sichtbar, dass hier das Licht sich verfinstert und wir einen Blick in das werfen können, wo kein Licht hinfällt. Ohnehin immer eine Tendenz des Neumondes, der sehr tief ins Unbewusste reicht. Da der Mond ja nicht sichtbar ist, führt uns diese Nichtsichtbarkeit in den Bereich dessen, was nicht sichtbar ist, und wir können einen Blick, eine Ahnung, ein Gefühl davon bekommen, was hier passiert. Sonne und Mond werden hier um 10.37 Uhr, also in knapp 2 Stunden, zum Neumond zusammenkommen. Im 30. Grad der Fische, also kurz vor dem Eintritt in den Widder. In den Fischen verschmilzt alles zueinander. Wir haben ja die Fischequalität, diese ominösen Gefühle, diese Wahrnehmung, diese auch meditative Grundstimmung, wenn wir dafür offen sind, vielleicht in den letzten 2 Tagen ja auch erlebt. Jetzt der Neumond beendet diesen alten Zyklus, beendet ohnehin einen alten Zyklus, und in der Astrologie gibt es ja keinen wirklichen Anfang, kein wirkliches Ende. Nur wir halten das ja so fest, um es betrachten zu können. Das heißt, der alte Zyklus geht sofort in einen neuen Zyklus über. Das heißt, um 10.37 Uhr endet nicht nur der alte Sonne-Mond-Zyklus, sondern es beginnt auch ein neuer Sonne-Mond-Zyklus, und der sich hauptsächlich im Zeichen Widder aufhalten wird, aber dessen Beginn noch in den Fischen liegt, sodass auch in den nächsten 28 Tagen auch alte Emotionen und irgendwie der Wunsch nach Verbundenheit und Erwachen eine große Rolle bei dem spielen wird, was wir so unternehmen und tun. Nicht so wie, wenn jemand in Berlin geboren wird, weil die Eltern dort gerade zu Besuch sind und dann sein Leben lang in Hamburg lebt. Er zwar in Berlin geboren ist, aber sein Leben in Hamburg verbracht hat. So ähnlich ist es auch mit diesem Zyklus. Der Mond wird sich auch nicht lange aufhalten. Um 10.37 Uhr, wie gesagt, der Neumond, dann beginnt der neue Sonne-Mond-Zyklus. Das heißt, der Mond jetzt noch abnehmend wird dann zunehmend. Es kommt wieder eine größere Bereitschaft in uns auf, Dinge zu tun, Dinge zu vergrößern, uns in Aktivitäten zu begeben. Knapp eine Stunde später, um 11.29 Uhr, wechselt dann der Mond in den Widder, läuft dann wieder der Sonne voraus. Es dauert dann noch sozusagen den halben Tag, bis die Sonne folgt, und kurz vor Mitternacht um 13.46 Uhr schließlich wechselt dann die Sonne in den Widder. Das ist der Moment der Tag- und Nachtgleichen. Dann sind Tag und Nacht gleich lang, Licht und Nachtkraft sind gleich stark, dann überwindet aber die Tagkraft die Nachtkraft. Das Licht siegt über die Dunkelheit, die Tage werden länger als die Nächte. Die Helligkeit dominiert dann für ein halbes Jahr. Und gleichermaßen ist Frühlingsanfang und die Sonne ist im Feuerzeichen Widder, im Beginn des Tierkreises. Eine Initialenergie, die sehr viel damit zu tun hat, Dinge in Gang zu bringen, sich durchzusetzen. Je mehr sie sich von dem Einfluss der Fische löst, umso stärker wird dieser Impuls. Spontanität, Kreativität, Aktivität sind dann Stichworte, die groß geschrieben werden. Das mag dem einen liegen, der andere wird vielleicht diese eher ruhige, introvertierte Zeit der Fische vermissen.
Aber jetzt ist dann etwas anderes angesagt, das heißt eine Veränderung, ein Sprung von einer Energie zur anderen. So rasant, so intensiv wie heute kann man sich kaum vorstellen. Ab dann, also ab heute Nacht sozusagen, leben wir dann mit Sonne und Mond im Widder. Die Sonne für die nächsten 30 Tage im Zeichen Widder. Das heißt, auch alle Widder haben jetzt Geburtstag. Auf diesem Weg werden natürlich Sonne und Mond aus dem Kardinalzeichen Widder dann auch nochmal das Uranus-Pluto-Quadrat, was ja vor ein paar Tagen exakt war, nochmal aktivieren. Wer sich dafür interessiert, wer das nochmal genau spüren will oder parallel dazu die Ereignisse in der Welt verfolgen möchte, der kann morgen früh darauf achten, denn morgen ist der Mond erst um kurz vor 12 Uhr mittags im Quadrat zu Pluto und dann um Viertel nach 12 auf Uranus, also morgen Mittag eine sehr, vielleicht sehr unruhige, etwas hektische Stimmung. Vielleicht möchte man alles gleichzeitig. Wer kann, möge hier die Ruhe bewahren. Der Mondtransit wirkt ja immer nur 1 bis 2 Stunden. Abends dann der Mond auf Mars um kurz vor Mitternacht im Widder. Sicherlich eine gute Zeit für Aktivitäten oder Festivitäten, sich sozusagen auszuleben, auszupowern, raus mit den Energien. Nicht gerade beim Widder ist es wichtig, dass wir unsere Energien, dass wir unsere Gefühle, dass wir das, was in uns ist, auch ausagieren, dass wir es rausbringen. Dann am Sonntag, dem 22., wechselt dann der Mond mittags um 11:41 Uhr ins Zeichen Stier. Die Grundenergie wird dann wieder etwas ruhiger. Dieser Initialimpuls der Widderenergien ist zwar nicht verpufft, der ist ja weiterhin da, wird aber von der Mondenergie etwas ruhiger. Der Sonntag, vor allem ab mittags dann, gute Zeit, sich zu erholen, sich zu regenerieren, die Natur zu genießen, mit Freunden zusammen zu sein, gut zu essen, es sich gut gehen zu lassen. Abends um 10:30 Uhr dann der Mond auf Venus im Widder, eine sehr sinnliche, schöne, gemütliche, beruhigende Stellung so dabei. Auch dann der kommende Montag ganz im Zeichen des Mondes im Stier. Erst am Dienstag Nachmittag wechselt dann der Mond ins kommunikative Zeichen Zwillinge. Davon werde ich aber dann nächste Woche natürlich in den Tageshoroskopen berichten. Diejenigen, die jetzt schon das Tageshoroskop schauen, wünsche ich, dass Sie einen klaren Blick auf die Sonnenfinsternis haben. Passiert ja in unseren Breiten doch nicht allzu häufig, dass man dieses Naturspektakel sehen kann. Wichtig ist aber auch der Blick nach innen dabei. Was passiert in dieser Zeit mit mir? Nicht, es gilt eben nicht nur, den Blick nach außen zu werfen. Wir sind in gewisser Weise auch Naturwissenschaftler, Forscher, Abenteurer mit dem Blick nach innen. Ich wünsche uns allen einen schönen Freitag und ein tolles Wochenende und sage Tschüss, bis Montag.